Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Pascal und in diesem Video geht es nur so halb um Pflanzen, denn heute geht es um das Thema Smart Home. Denn ich habe meine sogenannte Pflanzenecke, so wie ich sie hier nenne, mit den Vitrinen und auch dort hinten, habe ich komplett smart gemacht. Was bedeutet das? Im Endeffekt kann ich diese Lampen und Lüfter sowie auch die Lampen in meinem anderen Regal von unterwegs aus steuern und ich konnte gewisse Routinen anlegen, gewisse Abläufe, so dass zum Beispiel um 8 Uhr morgens die Lampen angehen und automatisch, ohne dass ich es machen muss, abends wieder ausgehen. Denn ich bin faul, aber ich stehe auch voll auf Technik. Ich sage auch gleich zum Anfang, dass ich jetzt schon seit 7 Jahren Apple-User bin. Das heißt, alles, was ich euch zeige, wird auf meinem iPhone passieren. Bei Android funktioniert das tatsächlich genauso, jedoch sieht das bloß ein bisschen anders aus, aber die Basis ist auf jeden Fall die gleiche. Und als allererstes würde ich euch gerne erstmal zeigen, was ich denn für Geräte hier in meiner Pflanzenecke verbaut habe. Das Wichtigste ist wohl dieses kleine Gerät. Das ist ein sogenannter Hub oder eine Bridge. Das bekannteste Smart Home System ist wahrscheinlich das Philips Hue System. Das sind diese Lampen, die smarten Lampen. Wenn man sich dieser zulegen möchte, hat man ebenfalls eine runde Bridge, die man dann an den Router anschließt per LAN. Dann gibt es zum Beispiel noch das IKEA Tradfree-System oder Tradfree, keine Ahnung, wie das heißt. Ist im Endeffekt genauso wie Philips Hue. Man hat eine kleine Bridge und dann diese separaten Lampen dazu. Und das System, was ich verwende, nämlich das Akara-System, das ist von Xiaomi, das finde ich persönlich sehr, sehr ansprechend, denn es ist relativ günstig und macht genau das, was es soll. Und da ist das Wichtigste, dieser kleine Stick. Das ist nämlich der Hub, der wird per USB irgendwo angeschlossen, ist total egal. Und das ist quasi das Gehirn des gesamten Systems. Dann habe ich noch diese zwei hier. Ich packe euch übrigens die Beschreibungen, die Links immer in die Beschreibung. Das sind Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren. Die sind von anderen Firmen, wie zum Beispiel von Eve gibt es die oder von Netatmo, wirklich, wirklich teuer. Die liegen hier bei jeweils 20 Euro und eine davon ist in meiner Anthurium-Vitrine und in der anderen in die Philodendron. Und das sind solche ganz kleinen Würfel, einfach nur, die ich an der Scheibe geklebt habe. Und so kann ich an meinem iPhone ablesen, auch von unterwegs aus, wie warm und wie feucht es in der Vitrine ist. Das ist die Verpackung von diesem Stick. Und dann, glaube ich, das wichtigste Tool, was ich hier habe, ich glaube, ich habe 4 oder 5 dieser Steckdosen. Das sind ebenfalls einfach nur Zwischenstecker, die man in die Steckdose reinsteckt und dann kommt hier die Lampe dran. Ich habe ja hier über mir in der Regal, bei der Regal ebenfalls eine Leuchte, eine Pflanzenlicht. Dann habe ich ja in meinem zweiten Pflanzenregal habe ich eine große Acacia. Dort habe ich ebenfalls so ein Plug verwendet, so einen smarten Plug, bei diversen anderen Lampen ebenso. Und das ist wirklich ein sehr, sehr geiles Teil. Unabhängig von diesen Temperatur- und Luftsensoren empfehle ich euch das hier tatsächlich am meisten. Für dieses Gerät braucht ihr tatsächlich keine Bridge. Woran erkennt man jetzt, ob man eine Bridge braucht oder nicht? In der HomeKit-Apple-Welt ist es so, dass man zum Konfigurieren eines Produktes immer einen Code braucht. Der befindet sich immer am Produkt dran. Und dieses Gerät verbindet sich dann automatisch mit dem WLAN. Das bedeutet, dass so ein Stick, so ein Hub gar nicht nötig ist. Jedoch ist es so, dass diese Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren keiner dieser Sticks benötigen, keiner dieser Aufkleber haben, wo der HomeKit-Code drauf ist. Das bedeutet, ich muss diesen Stick erstmal scannen und in mein HomeKit bringen und dann über die Akara-App diese Geräte hinzufügen, die dann aber auch automatisch in mein HomeKit kommen. Klingt kompliziert, ist es aber nicht so. Ich empfehle euch immer, die Original-App vom Hersteller ebenfalls runterzuladen. Die sind meistens kostenlos. Ihr braucht auch dafür keinen Account oder sonstiges anlegen. Es ist aber einfach so, dass ihr die auch nicht nutzen müsst oder so. Aber die Einstellung, die Konfiguration ist dadurch wesentlich einfacher. So, jetzt wie registriere ich das alles? Ich habe ja schon gesagt, hier ist so ein kleiner Code drauf.
Und ihr seht jetzt hier, das ist meine Pflanzenecke, das sind meine gesamten Steckdosen. Ich habe noch eine dieser Steckdosen, das ist eine Steckdosenleiste. Dort befinden sich insgesamt drei dieser Steckdosen drin und vier USB-Ports. Die sind aber fest, nicht fest, aber die sind verbaut hier in den Vitrinen. Und ich bräuchte 2 Wochen Vorlauf für dieses Video, um das hier alles mal rauszureißen. Und das ist absolute Chaos. Also wenn es einmal steht, dann lasst das bitte so. Und ihr findet oben links in der Ecke dieses kleine Plus. Dort drückt man rauf und sagt Gerät hinzufügen. Und dann scannt man diesen Code einfach ab. Und jetzt sagt der Steckdose zur Home hinzufügen. Das mache ich jetzt nicht, weil er befindet sich nicht am Strom. Und dann könnt ihr dieses Gerät einen Raum zuweisen und dann auch benennen. Schauen wir uns jetzt erstmal an, was ich hier schon alles drin habe. Und zwar die Blumen- und Vitrinen-Oberleuchte, die ignorieren wir einfach mal. Das ist nämlich mein sogenanntes Ambient Light, wie ich es immer nenne. Denn abends, wenn die Vitrinen und die anderen Grow Lights ausgehen, habe ich diverse Philips Hue-Lampen. Ja, dieses System habe ich auch. Und die machen dann so ein ganz gemütliches, schönes rotes Licht. So, dann haben wir hier oben rechts die Philodendron-Vitrine, die habe ich so genannt. Und das ist einer Entschuldigung. Habe ich mich jetzt vertan. Die Philodendron-Vitrine, das ist tatsächlich eine Steckdose, die komplett alles steuert, außer die Lüfter, die Lampen. Wenn ich es also einmal ausschalte, dann gehen sie aus. Wenn ich es anschalte, schalte ich es an. Hier unten habe ich dann auch die Lüfter. Die habe ich per USB angeschlossen. Dafür habe ich natürlich in meiner Steckdosenleiste diesen USB genutzt. Bei der Anturium-Vitrine ist es genau das Gleiche, ebenfalls mit den Lüftern. Und hier über mir, da befindet sich ja so ein Stecker. Da habe ich es Anturium-Regal genannt. Wenn das ausgeht, dann geht das so aus. Jetzt seht ihr hier unten, Iva hat keine Antwort. Das liegt einfach daran, dass ich das hier jetzt in meinen Händen halte von diesen Dingern. Und die Wechser, das ist die, ich benenne immer ganz gerne die Geräte so, wie sie bei IKEA benannt worden sind. Also Iva ist dieses Regalsystem und Wechser, so wurde damals die Grow-Lampe, die leider nicht mehr verkauft wird, genannt. Und so kann ich es quasi an- und ausschalten. So. Das erstmal so viel dazu. Jetzt seht ihr hier oben keine Antwort von 3 Geräten. Ein paar habe ich schon ausgebaut, habe ich hier in den Händen. Das funktioniert ja jetzt auch gerade nicht. Ich baue das aber gleich an, dann kann ich es euch besser zeigen. Wie gesagt, nee, das mache ich jetzt, weil dann kann ich es euch besser zeigen. Ich baue das mal schnell wieder an den Router ran und dann sehen wir uns gleich. So, den Karton brauche ich jetzt nicht mehr dafür. Das dauert jetzt erstmal einen kleinen Augenblick, bis sich das wieder mit den Geräten verbindet. Und ich kann euch ja schon mal sagen, die Einrichtung an sich, ihr werdet schnell merken, oh, das gefällt mir nicht ganz so, ich ändere das mal wieder. Das ist total einfach, denn ich gehe einfach mal auf die Philodendron-Vitrine, das heißt, das sind die Lampen, das sind ja 2 10-Watt-Lampen zusammengebunden und dann mit eben einem normalen EU-Stecker in meiner Steckdosenleiste. Wenn ich dort länger gedrückt halte, dann öffnet sich dieses Menü und habe hier unten rechts noch dieses Zahnrad und dann kann ich sogar hier oben links, was jetzt orange ist, kann ich sogar noch ein Steckdosensymbol verwenden. Nehmen wir mal den EU-Stecker, den runden. So, sieht nämlich besser aus. Und dann könnt ihr diese auch benennen. Meinetwegen Growlight oder sonstiges, was euch gerade so lieb ist. Und könnt den Raum auswählen und dann anzeigen als. Und da habe ich Steckdose gewählt, weil abends, wenn ich ins Bett gehe, sage ich meistens, ich kann das jetzt nicht laut sagen, weil sonst gehen die Geräte an, schalte alle Lampen aus. So, und manchmal mache ich das auch, wenn ich das Haus verlasse, also schon morgens. Und dann gehen auch ebenfalls diese Lampen aus. Und ich möchte ja, dass die so autark wie möglich trotzdem in mein Smart Home eingebunden sind. Und deswegen habe ich sie ebenfalls als Steckdose markiert. So, und hier unten sieht man schon, Automation, das sind die sogenannten Routinen, von denen ich euch erzählt habe. Dazu komme ich aber gleich. Ich schaue mal, ob sie sich gefangen haben. Ja, und zwar, ihr seht jetzt hier oben in Pflanzenecke steht 20,5 Grad und 79% Luftfeuchtigkeit. Drückt man dort länger drauf, dann öffnet sich das Menü. Ich habe ja 2 davon. Es wird nicht unterteilt im normalen Menü, erst wenn man draufklickt. Und dort habe ich sie eben Anturium benannt, also einmal für Temperatur und einmal für Luftfeuchtigkeit. Und Philodendron in dieser Vitrine für ebenfalls Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Was mir jetzt auch schon aufgefallen ist, dass die nicht ganz so akkurat sind. Also in der Anturium-Vitrine sollen angeblich 20 Grad sein und 77%. Es sind
sind 20,9 laut den Thermopro und 80%. Also ihr merkt, da sind schon gewisse Unterschiede. Mich stört es persönlich nicht. Für mich ist es nur interessant, warum, wenn ich jetzt das sehen würde, warum ist die Vitrine auf nur noch 55%? Dann weiß ich, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas ist da im Argen. Und das ist für mich einfach nur die Information. Ebenso bei der Philodrenner 81 und 20,5. Es sind 20,8 und 84% Luftfeuchtigkeit. Man muss jetzt dazu sagen, dass ich diese beiden kleinen Dinger, wo es auch ein Klebepad mit dazu gibt, habe ich oben montiert. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber gut. So, das ist das. So, jetzt habe ich ja hier neben mir noch diese Geräte stehen. Dieses hier ist also gut, das ist die Fernbedienung. Jetzt wollt ihr ja, dass ihr diese Smart Home Geräte auch von draußen steuern könnt oder wenn ihr im Urlaub seid. Dafür braucht man in der Apple-Welt eine sogenannte Steuerzentrale, ähnlich wie diesen Hub, den ich euch gerade gezeigt habe. Und in der Apple-Welt funktioniert das so, dass man dafür einen HomePod braucht oder einen Apple TV. Der funktioniert quasi als zentrale Steuereinheit. Die ist immer zu Hause. Die Geräte verbinden sich ja mit dem WLAN. Das wird ja alles über die iCloud gesteuert. Und dann kann ich auch von unterwegs, wenn ich nicht zu Hause bin, diese Geräte steuern. Ich glaube, jetzt habe ich genug zu diesen Geräten erzählt. Ihr wollt jetzt wahrscheinlich wissen, wie ich das so alles automatisiert habe. Dazu geht man hier unten rechts bei Automation rein und man sieht jetzt erstmal 7.30 Uhr geht Bett Erik an. Das ist seine Lampe. Das ist zum natürlichen Wachwerden. Aber hier um 8 Uhr morgens ist es nämlich so, dass diese ganzen Geräte eingeschaltet werden. Das heißt, die Anthurium-Vitrine, die Philodendron und die anderen zwei Lampen sollen eingeschaltet werden. Jetzt ist es so, dass... das war die falsche Lampe. Genau. Jetzt ist es aber auch so, dass diese Lampen natürlich sehr, sehr hell sind. Und ich passe das immer ein bisschen an. Ich möchte nicht, wenn ich mal abends in der Stadt noch mit Freunden unterwegs bin und ich komme 22 Uhr nach Hause, dass die Lampen immer noch an sind. Also habe ich eingestellt, dass 18 Uhr diese ganz großen Lampen, also die Wechsel von Ikea und die Arcadia Jungle Dawn, dass diese dann schon 18 Uhr ausgehen. So wirkt es auch hier im Wohnzimmer nicht so, als wenn ich hier irgendwas anbaue oder sonst. Ich weiß ja nicht, was die Leute draußen denken. Und 21 Uhr geht die Philodendron und Anthurium Vitrine aus. Ich mag ja das Licht von den Sunlight, deswegen lasse ich sie ein bisschen länger laufen und um 19 Uhr geht auch schon mein Ambient Light an, ne? Also das ist dann beides zusammen. Genau, das sind diese Automationen. Ich zeige euch jetzt nochmal zum Schluss, wie mein originales Smart Home aussieht zum Ende des Videos, weil ich glaube, ich habe so alles gesagt. Es ist nämlich alles ziemlich einfach. Stimmt, ich habe vergessen, wie teuer das Ding ist. Das liegt bei 30 Euro, ne, das ist jeweils 20 Euro und der Hub liegt bei 30 Euro. Und so sieht das dann bei mir aus. Meine Kamera habe ich ausgezogen für dieses Video. Ja, ich habe hier eine Kamera und wie zum Beispiel, Moment, ich kann mal ins Wohnzimmer gehen. Na, dort habe ich den HomePod, die Apple TV, meine Deckenleuchte, die ebenfalls für das Video gerade an ist und die Bogenlampe. Hier bei der Deckenleuchte finde ich es ganz interessant, wenn man dort drauf geht, kann man ja auch das Symbol verändern. Das wollte ich euch ja bei der Steckdose schon zeigen. Und hier kann man verschiedene Symbole auswählen. Ich nehme natürlich die Deckenleuchte, weil es ja auch eine ist. Und so ist das. Ja, im Bad habe ich gerade keine. So, habe ich noch irgendwas vergessen zu diesem Smart Home Thema? Generell ist es eine wirkliche Arbeitserleichterung, dadurch, dass ich mich einfach um gar nichts mehr kümmern muss. Also, es gibt ein paar Sicherheitshinweise, denn, so steht es auch in der Beschreibung, ihr sollt bitte hier in diese nur eine einfache Lampe reinstecken und keine Steckdosenleiste. Also, wenn ihr mehrere Geräte steuern wollt, dann holt euch gleich eine Smart Home Steckdosenleiste, wo man jeden einzelnen Stecker anvisieren kann. Aber hier rein eine nochmal Steckdosenleiste, davon gehen sie sehr, sehr schnell kaputt. Aber das ist halt eben das Stromthema und ich glaube, das muss ich euch nicht sagen, weil unabhängig davon, ob es Smart Home ist oder nicht, sollte man keine Steckdosenleiste in eine Steckdosenleiste drücken. Ist einfach so. Aber im Endeffekt bin ich sehr, sehr zufrieden mit diesem System. Ich habe tagsüber einfach immer den Überblick, wie warm und wie feucht es in den Vitrinen ist. Das ist mir das Wichtigste. Und kann auch sehen, ob meine Lampen alle an und aus sind. Ja,
So viel dazu. Mehr gibt es dazu auch gar nicht zu erzählen. Es ist eigentlich relativ günstig und für mich eine wirkliche Arbeitserleichterung. Und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen einen Eindruck geben, wie ich meine Smart Home Geräte hier gesteuert habe. Und ich weiß nicht, wie oft ich jetzt Smart Home gesagt habe. Boah, fürchterlich. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Tschüssi!